Herzlich willkommen zurück, liebe RPG-Maker-Freunde, zu einem weiteren Part Terra Cumulus. Ich gehe mal direkt aus dem Startscreen raus, weil die Musik ist doch hart laut. Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Wir haben das Spiel quasi begonnen, haben unseren Charakter Unairo erstellt und haben zusammen mit dieser Hexe, wie hieß die? Ich hab den Namen vergessen. Irgend so einen Drachen besiegt und sind danach irgendwie verschwunden und spielen jetzt Tuya. Und suchen diese beiden Fremden, also Unairo und seine Begleiterin. Und genau. Hallo, ich bin auf der Suche nach ein paar Fremden. Tut mir leid, aber ich darf keine Informationen über Gäste offenbaren. Nicht mal, ob du sie gesehen hast? Nicht mal das, korrekt. Ah, ist ein Müll. Kann man es nicht mal ins Gästebuch eintragen? Ist ja frech. So. Fragen wir uns mal im Pub um. Yo, Tuya! Gut seht ihr aus! Allweil! Ja. Hallo Tuya, schön dich zu sehen. Ich würde ja gerne mit dir reden, aber... Schon ja, liebe... Was? Aufpassen. Nochmal was? Schön dich zu sehen. Ich würde ja gerne mit dir reden, aber ich muss gerade etwas auf Ferris. Schon, ja, die Welt dreht sich. Aufpassen. Okay, ich hab's verstanden. Now I get it. Ja, wenn ihr mit Cassius reden wollt, ist der Moment ungünstig. Jemand scheint seit einiger Zeit verschwunden zu sein. Jemand, okay. Lass mich in Ruhe. Okay, wir spielen eine Zwergin. Also die Tuya ist ein weiblicher Zwerg. Noch sehr jung. Noch kein Flaum am Kinn. Wer bist denn du? Guten Tag, kleine Frau. Wie kann Anastasia dir helfen? Ich bin auf der Suche nach einer Frau mit rotem Haar. Wahrscheinlich ist noch jemand bei ihr. Ist so jemand vorbeigekommen? Rotes Haar? Nein, eine rothaarige Frau habe ich heute noch nicht gesehen. Ich könnte für euch die Karten legen. Vielleicht findet ihr sie so ja besser. Ja, dann bitte. Tu dies. Die Karten haben gesprochen. Der Turm, das Rad des Schicksals, der Bube der Münze. Dieses Blatt, ein Umbruch steht dir bevor. Eine große Veränderung. Du wirst eine große Gelegenheit... Du wirst in eine große Gelegenheit nutzen. Ich glaube, da sollte eigentlich stehen, du wirst eine große Gelegenheit nutzen. Oder in einer großen Gelegenheit von Nutzen sein. Ich weiß nicht. Die Frau spricht in Rätseln. Hier glitzert was. Kraftwurzel gefunden. Oh, was macht denn eine Kraftwurzel? Eine erdige Wurzel aus sandigem Boden erhöht kurzzeitig Erdresistenz. Ah, dieser Elementarkram, der könnte mir am Ende noch zu viel werden. Wir werden sehen. Hallo Martha, kannst du mir helfen? Ich bin auf der Suche nach einer Frau mit rotem Haar. Hast du so jemand gesehen? Tut mir leid, Tuya, aber an so jemand kann ich mich nicht erinnern. Hast du schon mit Thomas oben am Turm gesprochen? Noch nicht. Dann frag ihn doch mal, er hat so gute Augen. Okay, fragen wir Thomas. Am Turm. Oh, kitty, 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 kitty. Oh Gott. Ach, das ist der Turm, nehme ich an. Okay. Oh, no. Ich möchte einen Speer mitnehmen. Okay, möchte ich nicht. Wann haben die hier Speere? Eins. Was ist das für ein Klumpen? Ah, man kann mit nichts interagieren, was nicht glitzert. Das ist sehr schade. So, oh, da glitzert was. 25 Gold, die nehmen wir auch einfach mit. Die gehören bestimmt nicht Thomas. Himmel, Herr, Schutzhirn. Lass das! Entschuldigung! Dass ich mal mit einer Sache interagieren kann, das darf ich denn auch wieder nicht. Tuya, was ist mit dir geschehen? Nur eine kleine Beule. Ein Grund zur Sorge, mir geht's gut. Oh, das ist schön gemacht. Und die anderen? Wenn du schon so aussiehst, wie muss es dann erst Helric gehen? Helric ging es gut, als ich ging. Zumindest halbwegs. Jago ist tot. Jago ist tot? Tuya, was im Namen der Götter ist passiert? Ich weiß es nicht, aber die Berichte sind wahr. Das ganze Dorf ist verschwunden. Nur noch ein großes Loch ist dort. Thomas, da war eine Windschlange. Eine einzige hätte uns vier fast alle getötet, wenn wir keine Hilfe bekommen hätten. Zwei Fremde, eine rothaarige Frau und ein unbekannter Mann. Sie müssen hier vorbeigekommen sein. Hast du sie gesehen? Selbstverständlich. Wenn ich wache, sehe ich immer alle, die kommen und gehen. Eine Frau mit langem roten Haar und grünen Anorak und ein Mann in grauer Kutte mit spitzen Ohren.
sah irgendwie elfisch aus, aber die Ohren waren zu klein. Ein Halbelf vielleicht? Danke, Thomas, auf deine Augen ist Verlass. Ich schulde dir ein Bier, wenn das alles vorbei ist. Eins? Toja, unter einer Runde für die Mannschaft wirst du nicht kommen. Ja, und jetzt? Du suchst also die beiden Fremden? Ich habe leider Wachdienst und kann dir nicht helfen. Lass mich erst mal überlegen, wie es weitergehen soll. Ja, kannst du mir wenigstens sagen, wo die hingegangen sind, du Depp? Einfach nur zu sagen, ja, die waren hier. Aber ich weiß nicht, von wo die gekommen sind oder wo die hingegangen sind oder was. Das ist ja ein bisschen dürftig, also wirklich. Naja, wir gucken uns einfach weiter am Dorf um. Sie scheinen ja offensichtlich irgendwie mal hier gewesen zu sein. Okay. Ich ignoriere alles, weil nichts glitzert. Du ja, mein Kind. Wieder zurück von deiner Mission. Du siehst ja gehetzt aus. Ich bin auch schon den ganzen Tag unterwegs. Holger, ich bin auf der Suche nach zwei Fremden. Eine Frau mit roten Haaren, ein Mann mit spitzen Ohren. Hast du einen von denen gesehen? Jemand Fremden mit roten Haaren habe ich heute auch nicht gesehen. Einen Elf hatte ich auch schon länger nicht mehr als Kunden bei mir. Es tut mir leid, mein Kind, aber ich kann dir nicht weiterhelfen. Naja, ein Versuch war's wert. Wir können auch sonst nichts machen. Nichts kaufen. Okay, gehen wir weiter. Ich glaube nicht, dass die beiden schon weitergegangen sind. Was? Wo waren wir noch nicht drin? Hier waren wir noch nicht drin. Kommen wir auch nicht rein. Können wir nochmal mit dir quatschen, wo wir schon bei Thomas waren? Immer noch auf der Suche nach der Frau? Nicht nur. Ich weiß jetzt, dass sie von einem Mann mit spitzen Ohren begleitet wird. War der hier? Tut mir leid, Tuja, aber so jemand kann ich mich noch nicht erinnern. Frag doch mal bei Anastasia draußen. Die sieht alles im Dorf. Oder geh zu Holger. Ja, bei denen war ich schon. Bei denen war ich schon. Die Frau hier spricht in Rätseln. Sucht ihr immer noch nach der rothaarigen Frau? Ja, aber jetzt... Ich weiß jetzt, dass sie in Begleitung eines Mannes ist. Er trägt eine graue Kutte und hat spitze Ohren, fast wie ein Elf. Ein Mann mit spitzen Ohren? Oh ja, Anastasia erinnert sich noch gut an ihn. Ein sehr interessanter junger Mann, obwohl er womöglich gar nicht so jung ist, wie er aussieht. Wir haben uns lange über die Traumdeutung unterhalten. Ah ja, das passt. Eine Kunst, welche Anastasia zu erlernen gedenkt. Kannst du mir sagen, wo er jetzt ist? Selbstverständlich, er war auf der Suche nach Ausrüstung für die Reise. Oh, wenn ich jetzt nochmal hier reinlatschen muss und jetzt hier ein anderer Dialog kommt. Oh, ich war schon bei Anastasia und bei Holger. Sagt Holger jetzt was anderes? Was? Ah, verdammt, er sagt was anderes. Du hast ihn gerade verpasst. Bis vor eben war er noch hier. Muss irgendwo draußen in der Nähe sein. Verdammt, jetzt habe ich den ersten. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass er was anderes gesagt hat. Oh Gott, wie schlimm. Gefunden! Okay. Ja, Fjur, genau. Oh, die Anführerin der Soldaten. Du scheinst dir bereits wieder fit zu sein. Ich bin sehr robust gebaut. Mich fesselt nicht so schnell ans Krankenbett. Das sehe ich. Selbst mit meiner Hilfe solltest du eigentlich noch nicht ausstehen können, geschweige denn rennen. Du sahst erfreut aus, uns zu sehen. Hast du etwa nach uns gesucht? Selbstverständlich! Ihr habt das Leben meiner Männer und mir gerettet. Vielen Dank dafür. Mögen eure Ahnen auf euch hinablächeln. Wir helfen, wo wir nur können. Und wenn irgendwo ein Unglück geschieht, dann werden wir natürlich eingreifen. Ich sehe schon, die Probleme auf uns zukommen. Oh, Nairo, wir werden nicht alles Unglück verhindern können. Ja, vielleicht nicht alles, aber alles, was wir mitbekommen. Immerhin sind wir wegen der Bedrohung unterwegs. Was meinst du damit? Sind noch mehr dieser Löcher aufgetaucht? Nicht, dass ich wüsste. Aber als Verkörperung Onairos ist es meine Aufgabe, die Bedrohung zu beenden. Onairo, die Verkörperung Onairo. Ich bereue ein bisschen, den Namen gewählt zu haben. mir tun schon die Rippen weh. Verkörperung Onairos. Wenn du meinst, soll mir recht sein. Wichtig ist doch nur, dass du etwas gegen dieses Loch unternehmen willst und den Grund dahinter. Onairo, warte. Natürlich unternehmen wir was dagegen. Perfekt, dann ist es also entschieden. Ich komme mit. Was? Ich werde mit euch mitgehen. Mir scheint zumindest eine Idee zu haben, wohin es gehen soll. Das reicht mir. Seit ihr mein Leben gerettet habt, stehe ich in eurer Schuld. Ihr könnt euch nicht vor dieser Verantwortung drücken. Ich hab's geahnt. Ich verstehe nicht. Die ist doch kacke, die ist doch umgeklatscht worden, die brauchen wir nicht. Zwerge nehmen sowas sehr ernst. Wenn sie der Meinung sind, die Welt bestehe aus Watte, dann wird sie niemand umstimmen. Und wenn du einen das Leben rettest, dann steht er so lange in deiner Schuld,
bis er den Gefallen zurückerweisen kann. Na dann, willkommen im Team. Anairo, willst du der Stadt wirklich ihre Verteidigung nehmen? Ein Zwergenkrieger wiegt ein Dutzend Menschen auf. Oh, aber wenn sie mitkommen will? Du sagtest es doch selbst, wir Zwerge ändern unsere Meinung nicht mehr. Ich komme mit euch. Als Soldatin bist du sicherlich an eine Hierarchie gebunden. Wer ist dein Vorgesetzter? Als Zwergin habe ich hier keinen echten Vorgesetzten, aber ich soll Thomas Bericht erstatten. Dann sollten wir erst mit diesem Thomas reden, ob du gehen kannst. Wenn ihr meint, er ist momentan noch im Wachdienst dran, oben im Turm. Tuya hat sich der Gruppe angeschlossen. Ach, jetzt spielen wir Tuya? Das können wir doch bestimmt. Wir können es nicht ändern. Mächtiger Hieb. Verspotten? Ah, das hatten wir, glaube ich, schon. Rückzug. Tuya befiehlt den Rückzug. Alle entkommen, wenn die Situation eine Flucht erlaubt. Der hier. Tuya befiehlt einen bestimmten Feind anzugreifen. Dessen Verteidigung bricht eine Runde zusammen. Oh, das ist cool. Gut, also rennen wir nochmal auf diesen Turm hoch. Da wir in der Stadt sind, können wir tatsächlich rennen. Wohin soll denn all die... Was? Was wohl in all den Kisten ist? Thomas! Ah, Tuya, sind das die Fremden, nach denen du gesucht hast? Ja, das sind sie. Thomas, du brauchst nicht mehr zu sagen. Du bist so einfach zu lesen wie ein Buch. Hä, was soll das denn heißen? Tuya, ich weiß... Och, Gott. Oh, Nairo und... Also, das passiert von alleine teilweise, dass die Dialoge so wegskippen. Ich komme gar nicht dazu, die zu lesen. Aber das ist, glaube ich, auch... Das soll, glaube ich, auch so sein. Oh, Nairo und Fior. Mit den beiden mitgehen. Aber ich brauche dich hier. Was, wenn noch ein Monster angreift? Wir sind nur noch vier. Wir können das nicht alleine verteidigen. Das sollte nicht... Das Problem sein, Windschlangen leben alleine. Nur zur Paarungszeit trifft man auf mehr als eine. Woher weißt du das? Flora und Fauna sind sowas wie mein Spezialgebiet. Warum habe ich das nochmal gesagt? Thomas, wir müssen dem König Bescheid geben. Das ist kein normales Problem. Das nächste Loch könnte sich hier auftun. Wir müssen jemanden losschicken, um Hilfe zu holen. Und ich bin unsere beste Kämpferin. Also Ende der Diskussion. Tuya, du kannst... Ende der Diskussion. Es tut uns wirklich leid, aber sie selbst hatte die Idee. Und es sieht nicht so aus, als ob irgendjemand ihre Meinung ändern kann. Dann geh. Aber wehe, du kommst nicht mit einer Armee wieder zurück. Tuya, komm heil wieder zurück. Hops. Hops. Es ist Tuya jetzt die Heldin. Moment mal, wer war denn der Typ? Der war doch vorher nicht da. Ah, Tuya, gut dich zu sehen. Wir sind gerade angekommen. Ich sehe, du hast die beiden gefunden. Und es scheint so, als ob du dich ihnen bereits aufgeschwatzt hast. Kann man so sagen. Viel Erfolg auf deinen Reisen, Tuya. Alright. Okay, wohin geht unsere Reise als erstes? Wir dachten an Aradia. Die Hauptstadt der Menschen? Genau die. Hast du ein Problem damit? Nein. Ich fühle mich nur in großen Menschenmassen unwohl. Aber ich muss unter Menschen kommen, wenn ich jemals alle starken Seelen finden möchte. Starke Seelen? Hat das was mit deiner Onairo-Verkörperung zu tun? Natürlich. Er meint das wirklich ernst, oder? Ja, das tut er. Du willst immer noch mitkommen? Eine Zwergin steht zu ihrem Wort. Also auf nach Aradia! Ihr seid doch gut vorbereitet? Ein paar Heiltränke und ein paar Gegengifte? Ein guter Soldat hat immer ein paar davon im Gepäck. Dann sollten wir nochmal bei einem Händler vorbeigehen. Geld haben wir. Geld genug haben wir. So, nö, ich habe kein Interesse. Wir gehen erstmal beim Schmidt vorbei. Mit all diesen Soldaten fühlt man sich gleich viel sicherer. Und das Geschäft... Es sind vier. In Zahlen vier. Da fühlst du dich sicherer? Und das Geschäft läuft auch viel besser. Wenn auch nur alle Menschen Rüstung und Waffen tragen würden. Ihr wollt doch sicher auch etwas bei uns kaufen? Ja, angerosteter Zweihänder. Sowas verkaufst du, ja? Ist ja toll. Messer? Das kann doch keiner nehmen. Axt? Das ist schon Kurzbogen, kann auch keiner nehmen. Eisenrüstung? Wir nehmen eine Eisenrüstung mit für Onairo. Angerosteten Zweihänder? Ich weiß ja nicht. Aber er hat halt auch... kein Schild oder ähnliches. Ach komm, wir kaufen den.
optimieren. Verkaufen können wir nicht. Auf Wiedersehen. Dann haben wir das Schwert zur Not immer noch in der Hinterhand. Für den Fall, dass wir noch ein Schild finden oder irgendwas, wo wir der Meinung sind, wir brauchen das noch in der zweiten Hand. Oh, wer bist denn du? Es kommen und gehen viele Leute. Mann, wo willst du sie... Was, womit willst du sie füllen? Milch? Verdammt, jetzt habe ich den oberen Text zu spät gesehen. Es kommen und gehen viele Leute durch... Was? Es kommen und gehen viele Leute durch an dieser Kreuzung vorbei. Das durch brauchen wir in diesem Satz nicht. Es kommen und gehen viele Leute an dieser Kreuzung vorbei. Ein paar findige Händler beschlossen darum, sich niederzulassen, und so entstand dieses Dorf. Cool. Du, wie ich sehe, hast du deine Freunde gefunden. Wie schön. Ihr seht so aus, als ob ihr aufbrechen wollt. Ich hätte genau das Richtige für euch im Angebot. Gucken wir mal. Wir Heilkräuter heilen 100 LP, die heilen 250. Brauchen wir, glaube ich, noch nicht, weil wir gar nicht so viel HP haben. Aber ich nehme mal... Es kostet ja nicht viel. Ich nehme mal 5 mit. Dann Heiltränke, auch mal 4 mitnehmen. So, rum. Starkes alkoholisches Getränk stellt 5 MP wieder her. Das ist ein bisschen wenig. Gegengift, nehmen wir mal 3 mit. Wundumschlag. Entfernt blutende Wunde. Ah, sowas brauchen wir. Sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Holzstab. Aha, alte Robe. Aha, robuste Kleidung. Aha. Das finde ich neckisch, dass man so eine Gegenstände halt auch beim Händler findet. Was voll Sinn macht, dass sowas nicht beim Schmied gibt. Aber viele Spiele packen halt immer gleich alles beim Schmied rein. Gut, dann kaufen wir auch 5-mal rum. Okay, auf bald. Alright. Dann würde ich sagen, speichern wir einmal. Wir können nicht speichern. Naja, wir müssen zum Speicherpunkt, um speichern zu können. Sind wir denn alle geheilt? Ja, wir sind alle topfit. Wären wir jetzt hier sowieso? Wir speichern mal hier. Und dann gucken wir mal. Oh, was ist mit ihm hier? Müde? Oh, hallo, Toya. Ich mache nur eine kurze Pause, ehrlich. Mach eine lange Pause draußen, erhol dich richtig. Ihr müsst vorerst ohne mich auskommen. Ohne dich? Wie sollen wir das ohne unsere kleine, übereifrige und leicht schlagwürdige Zwergin aushalten? Uff. Genau das meine ich. Irgendwas habe ich vergessen. Toya, hilf mir mal beim Suchen. Hä? Was du vergessen hast? Oder meinst du verloren? Hast du verloren gesagt? Hier liegt was. 25 Gold. Das hat sie bestimmt nicht verloren. Sie meint bestimmt was anderes. Ah, lol. Okay. Das sollte bestimmt auch nicht so sein. Kommt der nochmal hoch? Kann ich mit ihm reden? Habt ihr das gesehen? Da ist eben ein Gardist aus der Tür geflogen. Ich muss wohl spinnen. Da unten ist er nirgends. Was? Das ist schräg. Alright. Ich gehe mal davon aus, ohne zu wissen, wo ich hin muss, dass das der richtige Weg ist, weil aus der anderen Richtung bin ich halt gekommen. So. Dieser Regen gefällt mir nicht. Ein Sturm zieht auf. Es wäre besser, wenn wir umdrehen würden und das Unwetter in der Gaststätte abwarten. Ja, das ist ein interessanter Vorschlag. Fio hat recht, Oneiro. Mit Wasser ist nicht gut zu spaßen. Nicht gut zu Nicht zu spaßen. Wenn wir weitergehen, müssen wir durch ziemlich hügeliges Gelände. Und ich wäre ungern unter einer Lawine begraben. Oder einer Lawine aus Regen? Aber wir müssen möglichst schnell die starken Seelen finden. Oneiro, begraben unter Stein und Geröll werden wir sie niemals finden können. Sei doch nicht so pessimistisch. Uns ist bisher noch nichts Schlimmes passiert. Uns wird auch in Zukunft nichts passieren. Ich hoffe, du hast recht. Aber der Gedanke ist natürlich vollkommen richtig. Jetzt können wir nicht mehr rennen, schade. Dass man nicht so regnen, nicht durch den Regen latschen sollte, wenn man nicht muss unbedingt. Ich sehe hier irgendeinen Zusammenhang. Da oben hängt ein Seil, hier unten liegt ein Seil, aber ich kann nichts tun. Aber mit einer Lawine finde ich, also wenn jetzt nicht irgendein riesiges Schlammgebiet kommt, was ein Gedanke erfüllt deinen Kopf? Schlamm. Soll dieser Gedanke fixiert werden? Ja, klar. Haben wir ja schon. Oder wenn ich hier Seil reingebe, könnte dann was passieren? Ich guck mal, ob das geht. Wo war das noch gleich? Hier. Ja, und zwar, ich hätte ganz gerne den Gedanken...
Seil. Danke, Seil wurde fixiert. Kann aber nichts, trotzdem nichts machen. Gut, dann fixieren wir mal wieder den Gedankenschlamm. Und dann gucken wir mal. Was war das? Lass mich überlegen. Der Boden bebte, laute Geräusche von Stein auf Stein, ein tobender Sturm, ein Steinschlag. Entschuldige, ich dachte, das galt uns allen. Du meinst eine Lawine? Ja, eine Lawine. Weswegen? Wegen dem bisschen Regen, oder was? Ich habe dich gewarnt, dass so etwas passieren könnte, aber du wolltest ja nicht auf mich hören. Ach, das hat auch nichts damit zu tun. Abgesehen davon hatte ich doch recht. Uns ist nichts passiert. Sehr, das Gelände ist hügelig, aber... Das hat also nichts damit zu tun, nicht wahr? Das ist jetzt doch etwas ungünstig. Oh nein, und die ganze Straße ist verschüttet. Wie sollen wir nach Aradia kommen? Gehen wir einfach um die Felsen herum. Ha, du wirst dich verlaufen, Onairo. Die Hügel rings um die Straßen sind ein einziges Labyrinth aus engen Pässen und Höhlen. Es wimmelt in ihnen auch von Orks und anderen Monstern. Außerdem hat der Sturm garantiert noch mehr Schäden angerichtet als diese Blockade. Du ja, du warst doch sicher schon hier an diesem Ort. Ja, war ich. Wenn die Orks zu dreist wurden, haben wir sie öfters in ihre Höhlen zurückgedrängt. Dann kennst du dich hier also aus? Tuja, sag bloß nicht. Klaro, Zwerge und Berge passen so gut zusammen wie Zwerge und Bier. Dann ist es beschlossen. Du führst uns durch die Berge. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Komm schon, Fiora, wie viel Pech müssen wir denn haben, damit wir noch eine Lawine mitbekommen? Okay, hier kommen wir jetzt tatsächlich mal hoch. Heilkraut gefunden. Ja, gespeichert mal. Das war sehr viel Text. Oh. Oh, den Ork kennen wir doch. Orkspeer und Wolf. Okay, ich weiß, der Wolf war nicht so tough. Wir gehen erstmal auf den. Alles, was übrig bleibt, möge dann... Oh Gott, den Ork treffen. Okay, nichts. Angriff! Batz! Komm schon! Sehr gut. Können wir das schieben? Dieser Felsblock versperrt uns den Weg. Ach, ein kräftiger Stoß und wir schieben ihn einfach aus dem Weg. Er steckt fest. Ah, vielleicht versuchen wir in eine andere Richtung. Wirklich? Damit. Eine andere Richtung. Gab es denn überhaupt eine andere Richtung? Wir sind doch nirgendwo lang gekommen. Oder kann ich jetzt das Seil benutzen? Ne, ich gehe da nicht lang, Onairo. Das ist ein Labyrinth. Und ich komme schon im ersten Moment hier nirgends klar. Nochmal, war da noch irgendwas anderes? Einfach runterspringen? Hä? I don't get it. Können wir hier hoch? Also hier zum Beispiel ist ja eine Lücke in den... Nee. Das ist ein bisschen belastend. Überhaupt gar keine Idee zu haben. Hier vielleicht ganz nach links? Nee. Das mit dem Seil macht mich hier richtig fertig. Hab ich irgendwo eine Treppe übersehen? Also hier rechts komme ich auch nirgendwo hin. Ich weiß es nicht. Wo soll ich lang? Von dieser Stelle aus ist es sinnlos. Ach so, das meinten sie. Mit einer anderen Richtung, wie man den Stein schubsen soll. Weil der in eine Richtung feststeckt und in die andere Richtung nicht. I get it. Nicht, aber okay.
Gut, und ich gehe davon aus, genau, ich schub's ihn weiter. Alright. Das war seltsam. Angriff! Aha! Ui! Gut, der ist weg. Angriff! Glück, dass man dieses Spiel schafft, also dass man in diesem Kampf ohne Button-Mashing überhaupt nicht vorankommt. So. Oh, da glitzert was. Mana-Tank gefunden. Kaum gesehen, aber da war ein blaues Geglitzer. Das haben wir gefunden, weil Schlamm, glaube ich. Da. Oh Gott. Technik. Wir machen mal Kampfstil, Kampfwut. Und dann Technik, mächtiger Hieb. Du machst mal Feuerball und du greifst da mal so mit an. Batz! Autschen! Autschen! Aua! So. Einfach nochmal angreifen. Du hast Heilung auf du und so. Come on! Schönes Ding. Putz. Ha! Oh mein Gott! Arbeitet euch da doch mal durch. Feuerball! Gut. Burn. Jetzt, kommt schon. Ja, nice. Oh, das gab aber... Fio ist nur Level 5. Das gab aber richtig Erfahrungspunkte. Dun, 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 dun. Oh, was jetzt? An einem anderen Ort. Ja, der Turm. Du bist Thomas, der Befehlshaber hier. Richtig. Kann ich euch irgendwie helfen? Ja, ich bin auf der Suche nach jemandem. Eine Zwergin, wie ich. Ah, du bist auch eine Zwergin. Braunes Haar, blaue Augen, leicht zu begeistern. Ihr Name ist Tuya. Tuya? Natürlich kenne ich Tuya. Wer kennt Tuya nicht? Das kleine Energiebündel macht es einem nicht leicht, das kann ich euch sagen. Stimmt etwas nicht? Wenn ihr als Ersatz hier seid, müsst ihr leider warten, bis sie wieder zurückkommt. Ersatz? Was meinst du damit? Nun, ihr tragt die gleiche Rüstung wie sie und sie ist auf Befehl eures Königs hier als Wachverstärkung. Nein, ich bin nicht wegen des Bündnisses hier, genauso wenig wie sie. Ich verstehe nicht. Wohin ist sie aufgebrochen? Nach Aradia. Sie überbringt dem König eine Botschaft. Was war das bloß für einer? Ich hoffe, Tuya ist nicht in Schwierigkeiten. Hm. Was meinst du damit, an diesen Ort kann ich mich nicht erinnern? Ich dachte, du warst schon einmal hier. Naja, in den Hügeln war ich auch schon ein- oder zweimal, aber in diesem Teil der Hügel noch nicht. Heißt das, wir werden uns doch verlaufen? Ach Quatsch, ein Zwerg weiß immer, wo Norden ist. Ich bringe uns schon hier durch. Wollen wir es hoffen? Ja, wenn wir denn nach Norden wollen. Vorsicht, Tuya, der Boden ist komplett aufgeweicht. Entschuldigung. Hä? Fiua! Oh Gott, sie ist da runtergefallen. Den allen sei Dank, du lebst noch. Geht es dir gut? Den Umständen entsprechend. Warte, wir kommen runter. Lass das, Onairo. Du könntest auch abstürzen. Aber ich kann dich doch nicht da unten alleine zurücklassen. Wo ist denn dein sonstiger Optimismus verschwunden? Ich lebe allein in einem Wald voller besten Monster. Ich kann schon allein auf mich aufpassen. Sucht ihr einen Weg, ich werde euch schon finden, auch ohne zwergischen Richtungssinn. Bist du dir sicher? Ich brauche sowieso eine Auszeit von euch beiden. Geht weiter, notfalls treffen wir uns in Aradia wieder. Auch eine Auszeit von uns beiden? Ich glaube, hier oben ist eine Höhle. Wenn der Regen schwächer wird, suche ich nach euch. Bis später. Ja, lass doch da runterspringen und auch in die Höhle gehen. Was zum Geier. Komm, wenn Fio alleine weitermacht, dann können wir doch zu zweit doch keine Zeit verlieren. Heilkraut gefunden. Geht's hier lang? Nee, okay. Das ist auch eine Höhle. Gehen wir doch auch da rein. Oh Gott. An manchen Orten ist es zu dunkel, um eine gute Sicht zu haben. Gut, dass Tuya eine Laterne mitgebracht hat. Sie befindet sich im Inventar. Inventar. Laterne. Da, Tatsache. Eine Laterne, deren Schein auch bei Nacht herumlungerner Gestalten offenbart. Oh, richtig cooler Schatteneffekt. Mega, das sieht toll aus. Meinst du, Fio geht es wirklich gut? Klar, sie sagt doch selber, sie lebt in einem gefährlichen Wald. Scheint mich nicht sonderlich zu mögen. Hm, das kommt dir nur so vor. Als die Windschlage dich und deine Männer angegriffen hatte, hat sie ohne zu zögern zur Hilfe, ist sie
ohne zu zögern zur Hilfe geeilt. Wenn ich an das denke, was sie mir über sich erzählte, scheint sie früher einiges durchgemacht zu haben. Fio hatte genug Möglichkeiten zurückzugehen und trotzdem ist sie mit uns mitgegangen. Ah! Was ich sagen will ist, gib ihr einfach ein wenig Zeit. Egal wie sehr man sich auch bemüht, nicht jeder wird einem irgendwann... Ey, ihr kennt euch vielleicht seit 30 Minuten, entspannt euch doch mal. Manchmal bleibt ein Eindruck zurück, den man nicht mehr loswerden kann. Gehen wir lang. Was bist du denn? Ork-Schamane. Okay. Putz. Putz. Okay, das war mischt. Putz. Putz. Nice. Beginnt eine Beschwörung. Er hat einen Kobold beschworen. Das ist ein Geier. Die Mucke erinnert mich mal so ein bisschen an Lufia. Mega gut. MP-Entzug. Ach, na gut, dann machen wir erstmal den Kobold weg. Geh, kusch! Sehr schön. Oh, Nairo ist nun Level 5. Was wohl dahinter ist? Kann ich schwer erkennen, aber ich kann auch nicht damit interagieren. Oh, da liegt was. Flüssiges Leben gefunden. Was ist das denn? Lass mich raten, es erhöht die belebt Verbündeten wieder. Oh, jedoch nur mit ein paar Lebenspunkten. Jederzeit nutzbar. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie, oh, es erhöht die Resistenz gegenüber Wasser oder Schlammangriffe oder so. Oh, Ork-Speer, Ork-Krieger. Uff. Ja, wir greifen erstmal den Ork-Speer an. Mächtiger Hieb. Boom. 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 Aua. Kampf ist gut. Attacke! Hätte ich gleich von Beginn an machen sollen. Autschen. Mächtiger Hieb. Mächtiger Hieb. Boom. Boom. Schönes Ding. Kraftwurzel. Jawohl. So, wir könnten mal einen Heiltrank nehmen. Also, ein Heilkraut. Ja, das mit der MP ist ein bisschen schade. Du bist kein Elf, oder? Du siehst zwar fast aus wie einer, aber du bist keiner. Siehst du aus wie ein Elf? Das wusste ich noch gar nicht. Nein, ich bin kein Elf. Ich sagte doch schon im Dorf. Ich bin ein Teil von Onairo, dem Traum. Aber das macht gar keinen Sinn. Fast alle Götter sind tot. Nur ein paar haben überlebt und Onairo ist keiner davon. Darum beten wir Zwerge zu unserem Ahnen und zu Krull, dem Boden. Krull ist überall, in jedem Fels. Und unsere Ahnen waren am Leben und haben überall ihre Spuren hinterlassen. Ich bin auch da und man kann meine Spuren sehen. Aber du bist kein Gott. Stimmt, ich bin Teil eines Gottes. Und was genau hat es mit dem starken Sehen auf sich, die du suchst? Ich brauche sie, um ein großes Unglück abzuwenden. Wenn alle vier beisammen sind, dann ist die Bedrohung gebannt, glaube ich. Aha, und hast du schon welche von diesen starken Seelen gefunden? Ich glaube, Fio könnte eine sein. Glaubst du? Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht wirklich, wie ich erkennen soll, ob ich eine gefunden habe. Aber ich bin optimistisch, dass alles gut ausgehen wird. Ich glaube, ich verstehe langsam, warum Fio die ganze Zeit über so genervt ist. Du bist ja genauso ein Idiot wie ich. Ja, danke. Don't know. 75 Gold. Das ist alles verschüttet. Oh Nairo, schau mal, die Tafeln dort vorne. Diese Zeichen sehen irgendwie komisch aus. Wirklich? Ich finde sie sehr ordentlich eingraviert. Kruzloks reich in den Tiefen. Wenn du Schätze hast, gib sie uns und vielleicht bleibst du am Leben. Du kannst es lesen? Natürlich. Kruzloks reich. Sag mir nichts. Kruzlok war ein legendärer Ork-Häuptling. In seiner Zeit gab es viele Kriege gegen die Orks. Durch ihre Tunnel konnten sie schnell überall gleichzeitig sein. Oh Nairo, wir sollten weitergehen. Diese Tunnel gefallen mir nicht. Und ein Zwerg hat von sowas Ahnung. Okay. Nur damit. Ah! Ich wollte gerade nochmal reingucken. Oh, das ist ja eine fiese Kombi. Wir werden erstmal den Schamanen probieren zu beseitigen. Und dann nehmen wir uns den Krieger vor. Nein! Komm schon!
Och komm. Nein. Ich habe extra alles, was ich hatte, erst auf den Typen an... Na. Erst auf den Schamanen gesetzt und so oft verfehlt, dass das wirklich noch überlebt. Ja. Autschi. Toll. Kampfstil, tänzelnde Schritte. Dann bitte Angriff auf den blöden Kobold. Eiskobold ist das, oder? So, jetzt aber. Attacke! Boots! 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 Aua. Der hier! Ah! Das ist auch etwas, was man machen kann, ohne dass es einen Zug kostet. Das ist ja sehr gut. Oh, er riecht wie... Ach, komm schon! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das hat ja schon auserwählte... Das hat ja schon Prolbo-eske Züge hier, wie oft der ausweicht. Meine Fresse. Okay. Zack, 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 zack. Das mit dem Rum spare ich mir mal. Ich hoffe, ich finde irgendwann einfach eine Flamme. Okay, das ging ja einfach nur im Kreis. Oh je. Der hier! Das finde ich... Oh, komm. Komm schon, hau ihn weg! Schönes Ding. Ach, man kann es nur einmal nutzen pro Runde, scheinbar. Okay. Das wäre eine Info, die wäre echt gut, wenn die in der Skillbeschreibung gestanden hätte. Aber jetzt haben wir das auch mal so herausgefunden. Der hier! Schnitt! Schnitt! Autschi! Komm schon! Schönes Ding. So, wir sind fertig! Putz! Obwohl ich eigentlich 0 MP habe, also eigentlich kann ich die, was? Tromate gefunden? Was ist denn eine Tromate? Köstliche Dschungelfrucht. Sie stellt 250 LP wieder her, jederzeit nutzbar. Also wie ein Heiltrank, quasi. Okay. Mal gucken, ob da hinten noch irgendwas ist. Ah! Sie ist da. Na, das war ja easy. Joa! Was macht ihr denn hier? Dich finden, wie es aussieht. Geht es dir gut? Bist du auch angegriffen worden in der Höhle? Regnet es noch? Ja, es geht mir gut. Nein, ich wurde nicht angegriffen und ja, es regnet noch. Ihr habt mich aber schnell gefunden. Ich habe wirklich damit gerechnet, erst in Aradia auf euch zu treffen. Zwergennase, ich weiß immer, wo es lang geht, wenn wir unter Tage sind. Bist du bereit, wieder durch den Regen zu laufen? Ah, wollen wir nicht zumindest warten, bis der Sturm zumindest etwas abgeflaut ist? Ich glaube, dass diese Reise länger andauern wird. Da kommt es auf ein paar Stunden auch nicht an. Und eine Rast würde uns gut tun. Aber... Kein Aber! Fio hat recht. Wir machen Rast und damit basta. Ah, ich bin überstimmt. Womöglich habt ihr recht. Lasst uns hier eine Pause machen. Onairo erzählte mir, du lebst in einem Wald. Meint er damit Sylphswald? Genau, den meint er. Ich habe Geschichten über den Wald gehört. Es heißt, nicht nur gefährliche Monster leben dort, sondern auch eine Hexe. Die Menschen aus Eislin meinten, wenn es ihnen wirklich schlecht ginge, können sie immer zur Hexe kommen. Aber sie verlangt für ihre Hilfe schrecklich hohe Preise. Bist du diese Hexe, Fjur? Hehehe. So hoch sind meine Preise doch gar nicht. Bist du überrascht, dass ich die Hexe bin? Nicht wirklich. Irgendwie sieht man es dir an. Ja, rote Haare ist gleich Hexe. Captain Obvious. Wir Zwerge halten eigentlich wenig von Magie, wie sie die Menschen nutzen. Wir bevorzugen es, Magie auf Dinge zu wirken und Artefakte herzustellen. Also hat jedes Volk einen anderen Umgang mit Magie? Das ist ja interessant. Nicht ganz. Die Elfen nutzen Magie ähnlich wie wir Menschen, jedoch ist ihre Magie fast ausschließlich auf ein Wesen direkt bezogen.
Feuerbälle werfen oder ein Gewitter beschwören ist ihnen fremd. Sie verändern lieber die Formen und Fähigkeiten von sich selber. Die Orks, wie sie hier leben, haben Schamanen. Ihre Magie ist schwach, aber sie bündeln diese mit Stäben oder Amuletten. Solange sie diese haben, ist ihre Magie ungleich stärker. Die Mykoken sind in dieser Hinsicht ihnen sehr ähnlich. Ich unterbreche euch hier mal. Magie ist ja schön gut, aber ich habe noch eine Frage an dich, Fjur. Ha? Es heißt, in dem Wald gäbe es einen alten Schrein, der den Göttern geweiht sei. Stimmt das? Ja. Dieser Schrein Onairus steht in der Nähe meines Hauses. Diesen Schrein kenne ich auch. An dieser Stelle bin ich in diese Welt gekommen. Das hast du mir nie erzählt. Du meintest nur, du wärst geschickt worden. Naja, irgendwo muss ich doch landen. Konntest du die Worte auf der Tafel lesen? Natürlich. Was stand dort? Nur wie ich mich in dieser Welt zurechtfinden kann. Irgendwie antiklimatisch. Das scheint ja nicht gerade gut geklappt zu haben. Soll das Spiel gespeichert werden? Gerne. Ah, ich mag so kleine Lagerfeuer-Sessions, wenn die Helden sich wirklich mal von ihrer Reise erholen und nicht so durchgeprescht werden. Inmitten der Höhle fanden wir einen ruhigen Ort, wir drei, Tuya, Onairo und ich, versammelt um ein kleines Feuer. Es ist schon merkwürdig, trotz der Gefahr kamen sie... Was? Es ist schon merkwürdig, trotz der Gefahren kamen sie und suchten mich. Und das Schicksal brachte sie zu mir, damit wir weiterreisen konnten. Das Schicksal kann grausam sein. Ich dachte, ich wüsste das. Doch ich habe mich geirrt in so vielem. Der Regen ist schwächer geworden. Lass uns weitergehen. So, wir huschen mal erstmal hier lang. Und gucken, ob es hier noch was gab. Weil diesen Weg hat ja Fjur genommen, denke ich mal. Morgenflamme gefunden. Tippe ich jetzt einfach mal. Genau. Das ist cool, dass man hier nochmal hingehen kann. So, da wir jetzt ja wieder voll besetzt sind, würde ich sagen, Kampfstil, Kampfeswut. Hult! Angriff! Angriff! Der da! Angriff! Batz! 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 Oh! Witzig. Und doch, man merkt, dass da die Angriffe doch mehr Schaden machen, wenn dieses der hier eingesetzt wird. Aber pass auf, dass ihr nicht rutscht. Aber ich glaube, dass die Werte tatsächlich gar nicht so hoch sind. Also ähnlich, wenn da steht, die Verteidigung bricht zusammen, wird die Verteidigung tatsächlich, glaube ich, stark runtergehen. Aber wenn wir mal überlegen, die Rüstung, die Onairo gerade trägt, die macht Verteidigung 2. Und ich habe ja da gerade gesehen, dass der Schaden, den wir verursacht haben, auch so um 4, 5 hoch geht. Oh, wir können auch mal rasten. Sehr cool. Hatte ich nicht gerade schon gespeichert? Das war ein bisschen seltsam. Ich frage mich, ob man auch hier hätte reingehen können, ohne dass wir Fjur finden. Und sie dann wirklich erst später wieder bekommen. Weil die Laterne ist ausgegangen. Kraftwurzel gefunden. Kann ich die nochmal einsetzen? Ja, sehr cool. Ja. Erstmal auf den Schaman, würde ich sagen. Jetzt sind wir zu dritt, da sollten wir das ja schaffen. Butz. Nee, deshalb denke ich, dass der hier jetzt am Anfang noch gar nicht so mega wichtig ist. Aber später, wenn die Stats höher werden, ist das, glaube ich, eine richtig mächtige Fähigkeit. Come on, everybody! Hit it! Putz! Genauso wie Onairos Stance-Wechsel bisher ja eher geringe Auswirkungen hat. Ein Art des Artefakt wurde gefunden. Einfach so. Sein Nutzen ist unbekannt. Okay. Aber hier geht's gar nicht weiter. Ich dachte echt, wir müssen hier weiter. Sonst gab es ja gar keinen Weg. Mussten wir echt da lang, wo Fjur war? War ich da etwa schon richtig? Weil es würde Sinn machen. Naja, komm, wir überspeichern auch nochmal, dass wir das Artefakt gefunden haben. Weil wir heilen halt hier HP und MP nochmal komplett auf. Das ist eigentlich sich gut.
Geht's hier vielleicht auch richtig weiter? Da ist wieder so ein Stein. Ja, wahrscheinlich geht's hier richtig weiter. Irgendwas ist im Weg. Ja, ach. Tatsache. Das habe ich gar nicht so geschnallt. Angreif! Wir machen aber der hier auf den da. Machen wir trotzdem erstmal den Schwachen weg. Ah, hätte ich der hier auch eine Runde später machen können. Aber egal. Truff! 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 Ah! Truff! Schönes Ding. So. Nee, wir mussten echt hier unten lang. Das habe ich gerade gar nicht geschnallt. Ich habe nur gesehen, ah ja, von hier ist sie gekommen. Oh Gott. Nee, wir bleiben mal neutral. Der hier! Putz! 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 Schönes Ding. Kannst du jetzt auf Kampfeshut wechseln. Und dann... Angriff! Batz! 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 Oh. Angriff! Ja! Schönes Ding. Onairus, du Level 6. Schildschlag erlernt. Umrennen erlernt. Okay, wir gucken mal. Schildschlag, wir haben kein Schild, also ist das erstmal egal. Umrennen. Nutzt das große Klingenblatt als Schutz und rennt den Feind um. Ein heftiger Schildschlag. Okay. Also wenn wir einen Zweihänder tragen, können wir wahrscheinlich das machen. Und das, wenn wir halt ein Schild tragen. Also das wäre irgendwie fair. Das wäre auch ganz cool, wenn dann die neue Fähigkeit jetzt nicht unbedingt daran gebunden ist, dass er einen Schild trägt. Umrennen. Gucken wir mal. Oh, betäubt. Betäubung ist immer gut. Ich frage mich, ob die Treffsicherheit an Geschick gebunden ist. Weil du Nairo aufgrund des rostigen Zweihänders ja jetzt minus 1 Geschick hat. Heile, heile. Husch. Und tschüss. Nice. So, husch. Ach, er hätte den echt nicht da stehen lassen können? Musst du ihn noch runterkanten? Seid ihr dumm? Was? Der sitzt ziemlich fest. Ja, wer hat ihn da hingeschubst? Perfekt. Willst du auf den Felsen klettern? Das klappt nicht. Der ist so rund. Du wirst dort nicht hochklettern können. Wie kommst du da drauf? Nein, wir rollen den Felsen zwischen die Klippen und klettern dann von oben drüber. Das könnte klappen. Ach so. Okay. Aber wer hat denn den Felsen da gerade hingeworfen? Fireball! Jetzt könnte das Hündchen eventuell one-hitten. Ja, nice! Go down! Okay. Wie Onairo springt und alle anderen einfach nur rüberlaufen. Das hat wirklich geklappt. Nicht schlecht, Tuya. Oder glitzert was? Glitzer, Glitzer. Heilkraut. Ich probiere mal was. Rückzug. Das hat aber MP gekostet jetzt. Ich hatte auf die beiden jetzt keine Lust. Moment, ich will noch mal gucken, kommen wir denn eigentlich nicht zu dem... Nee, zu dem Grab kommen wir nicht. Haben wir uns den Weg selbst versperrt? Das hätte mich ja mal interessiert, was es damit auf sich hat. Achso, wollen wir ein bisschen... Wir nehmen mal ein bisschen Heilkraut. Da-da-da. Kampfeswut. Angriff. Angriff. Ja, da. Angriff. Batz. 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 Nice.
Den schaffen wir. Ich wollte nur verhindern, dass wieder so ein blöder Kobold kommt, der unsere MP stiehlt. Du hast Level 6. No, wir leveln hier gut was weg. Okay, hier ist nichts. Okay, hier sind Fackeln. Fackeln ist zwar eine tolle Sache. Doch, der hier kostet auch Mana. Hm. Aber es bedeutet ja auch, wenn da Fackeln sind, dass irgendjemand aufgestellt haben muss. Nein! Oh, Onairus betäubt. Aber nur bis zum Ende der Runde, also voll egal. Ja? Lol. Also Betäubung macht nur Sinn, wenn man vor dem Gegner dran ist, den man betäubt, wie es aussieht. Autschi! Putz. Führer ist Level 6. Ausbrennen erlernt. Hohoho. Fähigkeiten ausbrennen. Brennt Gifte und blutende Wunden aus, lindert Verbrennung und heilt etwas Leben. Okay. Ah, okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber das passt erschreckend gut zusammen. Ah, jetzt sind wir hier. Und kommen hier. Die ewige Flamme flackert schwach. Ich glaube, ich nutze das mal. Ich weiß nicht, ob das so vorgesehen ist, aber ich nutze das mal, um jetzt hier zu... Ah, das hat uns nicht geheilt. Dreck. Um hier einen Cut zu machen, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass hier wie so ein Boss kommt oder ähnliches und wir dann zu lange brauchen nachher. Ich bin mal gespannt. Das Level-Design, also hier von den Klippen mit den, dass man mal draußen im Regen ist und mal in der Höhle ist und so hin und her, finde ich sehr, sehr cool. Ich finde den Charakter Tuya auch sehr interessant und ich finde wirklich die Charakterdynamik untereinander, auch wenn die Entwicklung mir ein bisschen zu schnell geht, also die so, sie kann mich nicht leiden, manche ändern ihre Meinung nie, ja, die kennen sich ja noch nicht mal einen Tag lang, bleibt mal entspannt, aber vielleicht ist sie einfach so drauf, das kann ja auch sein, ne? Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht und vor allen Dingen, ob wir jetzt schon starke Seelen gesammelt haben. Zwei Zwergen könnt ihr für Erde stehen und die Feuerhexe. Aber dann wird das Spiel wahrscheinlich relativ kurz sein. Obwohl wahrscheinlich, nachdem wir die vier Leute zusammengetragen haben, ja noch mehr passieren wird. Wird ja nicht einfach zack Ende sein. Und was ich mich ja ganz bedrohlich frage, ob Onairo auch eine dieser Seelen ist. Weil wenn wir vier Leute sammeln und plus Onairo, dann sind wir zu fünft und dann kann ich nicht die ganze Party immer mit im Kampf haben. Und das ist so eine Mechanik, die ich echt nicht leiden kann, wenn man sich ständig zwischen Partymitgliedern entscheiden muss. Ja, da bin ich echt kein Freund von. Aber mal gucken, wie sich das Ganze hier so entwickelt. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen, so wie ich beim Spielen und sage bis zum nächsten Mal. Euer Modo. Macht es gut.